Es ist Montag und es dreht sich alles um Power, Power, Power. Während ich so hier auf meinen E-Rolli warte, stelle ich fest, dass es zu regnen beginnt. Fuck. Oder zu schneien. Es schneit. Ich habe mir während dem Warten hier auch noch ein paar Stories hier auf Snapchat angesehen. Und ich musste feststellen, Snapchat verzerrt die Realität. Immer wenn jemand in einem Auto mit der Frontkamera des Handys einen Snap macht, sieht so aus, als ob er in England ist. Auch wenn der Snap aus Österreich oder Deutschland kommt. Es sieht immer so aus, als ob der Fahrer bzw. Beifahrer auf der verkehrten Seite sitzt. So wie in England zum Beispiel. Das ist mir erst nach über 3 Wochen Snapchat aufgefallen. Und ich finde das schon eine ziemliche Scheiße, ehrlich gesagt, oder? Der lange Weg zum neuen Rolli. Mein Rolli ist kaputt gegangen. Ich bin jetzt hier in der SVA. Als Selbstständiger ist nämlich die für mich zuständig. Und ich muss schauen, dass ich den Leuten erkläre, warum ich ganz schnell einen neuen Rolli brauche. Nämlich, weil meiner kaputt ist und ohne Rolli kann ich nicht arbeiten gehen. Ich sitze jetzt hier bei der Firma Beständig, meiner Rolli-Werkstatt und warte darauf, dass mein Rolli fertig wird. Ich habe nämlich von der SVA die Bewilligung für einen neuen E-Rolli bekommen. Ich werde zwar nicht gleich den neuen bekommen, aber sie versuchen, meinen alten zu reparieren. Da ich ja am Mittwoch schon in Wales bin, bei der Integra, wo ihr dabei seid, mit Assisted Snaps. Hallo, ich bin wieder mobil. Ständig hat es geschafft und professorisch repariert. Jetzt warte ich auf den neuen. Okay, das war ein wirklich aufregender Tag. Rolli kaputt, wieder repariert. Bewilligung für einen neuen Rolli bekommen, abgegeben. Jetzt darf ich nur nicht vergessen, was ich morgen noch alles machen muss, bevor ich los nach Wales fahre, zu 3 Tage Moderation, Sportbühne, Videos auf YouTube hochladen, für morgen bis Snap Week 18 Uhr, für Freitag den Vlog 16 Uhr. Außerdem muss ich noch die Leute anrufen, die ich moderiere. Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Und wenn er Snapchat hat, dann kann er was snappen. Bahnhof Wels. Die Integra zeigt ihre ersten Spuren. Mit QR-Code. Sehr cool. Während ich auf ein Taxi warte, habe ich Feldforschung betrieben. Warum benutzen Jugendliche Snapchat? Weil die Fotos nicht am Handy bleiben. Hier am Bahnhof Wels in der Wartehalle hat mir gerade ein junger Mann, ich schätze so 12, 13, diese Insights geboten. Tja Leute, das ist Wels. Und das ist mein Schloss. Frühstück für Moderatoren. Das ist mein Baby. Beste Commercial ever! Soundcheck. Der Sound ist an, es kann losgehen. Wunderbar, die WAC ist auch schon aus Wien angereist. Die Leute sind bereit für den großen Ansturm. Die WAC ist eine Assistenzgenossenschaft, die Menschen mit Behinderung dabei unterstützt, persönliche Assistenz in allen Lebensbereichen zu organisieren. Mobilität in allen Lebenslagen. Da
Das ist kein Mad Max Rollstuhl. Das ist ein E-Rolli Fußball Rollstuhl. Wir machen noch ein paar Aufwärmübungen. Wir sind ja auch noch nicht vollzählig. Die Ziel der Übung ist jetzt, also auch mein Assistent versucht sich im Badminton. Stück für Moderatoren. Das ist mein Baby. Beste Commercial ever. Soundcheck. Der Sound ist an, es kann losgehen. Wunderbar, die WAC ist auch schon aus Wien angereist. Die Leute sind bereit für den großen Ansturm. Die WAC ist eine Assistenzgenossenschaft, die Menschen mit Behinderung dabei unterstützt, persönliche Assistenz in allen Lebensbereichen zu organisieren. Mobilität in allen Lebenslagen. Das ist kein Mad Max Rollstuhl, das ist ein E-Rolli Fußball Rollstuhl. Wir machen noch ein paar Aufwärmübungen. Wir sind ja auch noch nicht vollzählig. Die Ziel der Übung ist jetzt, also auch mein Assistent versucht sich im Badminton. Liebe Red Monster Film Crew, ihr werdet gerade gesnappt. Gesnapchat, genau. Hallo ihr Lieben, ihr habt gesehen, heute war einiges los, morgen wird's noch wilder und übermorgen ebenfalls. Stunt Driving bei der Integra. Wenn's bergab geht, geht. Aber das ist sehr schön. Schönen guten Morgen, es ist Freitag, Tag 3 der Integra und ihr seid wieder dabei.
Das Tolle an Veranstaltungen wie der Integra, am Ende bleiben sehr viele Rollifahrer am Bahnhof, die alle mit demselben Zug fahren wollen. Ja, hallo ihr Lieben, ich bin wieder in Wien angekommen und ich muss sagen, ich bin fertig, wirklich müde und heute... Get ja, bitte? Was? Zeigen! Ah, die Hand! Morgen. Und die Frisur gibt's immer noch. Das war das Diversity Ball, verdiente Party nach einer harten Arbeitswoche. Sonntagnachmittag. Im Park. Kuchen mit Schokolade, Schokolade, Schokolade und Schokolade obendrauf. Ja, hallo ihr Lieben. Eine wirklich, wirklich anstrengende Woche geht zu Ende. Ich bin K.O. hoch 10. Ich möchte mich bei euch bedanken, dass schon so viele dabei sind und mir zuschauen. Es war zwar eine anstrengende Woche für mich, aber ich hatte Spaß und ich hoffe, ihr auch. Darum danke fürs Dabeisein. Gute Nacht und wir sehen uns morgen wieder. Bye-bye.